Enthüllte Wahrheit. Jedes Buch geistiger Weisheit, das wir gelesen haben, hat uns eine größere Vergeistigung unseres Bewusstseins gebracht. Gleichsam das Ablösen einer Zwiebelschale oder eine Verfeinerung unseres Bewusstseins. Jedes Buch, das wir in unser Bewusstsein aufgenommen haben, hat uns auf das Nächste vorbereitet, führt uns zu weiterer Entwicklung und jenem Akt der Gnade entgegen, der den Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entfaltung zuteil wird und sie in den höchsten Bewusstseinszustand versetzt. Schon seit meinem ersten geistigen Erlebnis ist mir das Leben in zwei Welten schwer gefallen. Das Leben in jenem höheren Bewusstsein und dann herunterzukommen auf die Erde und wieder zu jenem Bewusstsein zurückzukehren und wieder auf die Erde zu kommen. Aber niemals war es so schwer wie 1963. Dieses Jahr brachte einen neuen Abschnitt der Einweihung für mich. Mit jeder neuen Entfaltung kam etwas zum Durchbruch, das zu der Lehre führte, dass man über Worte und Gedanken hinausgehen muss, über den menschlichen Geist hinaus. Diese Idee findet sich in allen Werken von 1963, wo das Leben dargestellt wird, wie es sich abspielt, wenn man jenseits von Gedanken und menschlichem Geist lebt, jenseits von Sorgen und Nachdenken. Es ist dies die Offenbarung vom Wesen des Sabbats und der Gnade. Ein Werk dieser Art führt zum höchsten Punkt des Bewusstseins, der bis jetzt auf dem unendlichen Weg offenbart wurde. Und es mag sein, dass dies auch der Höhepunkt in der Offenbarung sowohl bei Mose als auch bei Jesus war und wahrscheinlich ebenso bei Buddha. Der mittlere Weg. Die fleischliche Gesinnung des Menschen kann nicht ins Himmelreich, in den Geist eingehen. Der gesunde irdische Sinn ist ebenso illusorisch wie der kränkliche. Und die Vorstellung vom guten Menschen ebenso wie die vom schlechten Menschen. Der mittlere Pfad oder das geistige Bewusstsein kennt nur den geistigen Menschen oder den Sohn Gottes. Beim Heilen, wie wir es auf dem unendlichen Weg verstehen, sehen und kennen wir die körperliche oder physische Vorstellung vom Menschen nicht. Die heilende Wahrheit ist unser Bewusstsein des unkörperlichen Menschen und des Universums. Melchisedek oder der Christus, der nie geboren wurde und nie sterben wird, ist der wahre Mensch. Und das, was wir sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen, ist unsere falsche Vorstellung vom Menschen. Es gibt keinen falschen Menschen, keinen gefallenen oder physischen Menschen, sondern eine falsche Vorstellung vom Menschen, die wir haben und bewahren. Die Bedeutung der Himmelfahrt. Auf dem geistigen Pfad beginnen wir damit, die Wahrheit zu erforschen, zu erlernen und anzuwenden. Die Verwirklichung werden wir jedoch nicht erlangen, ehe wir nicht über den menschlichen Geist und sein Erkennen der Wahrheit hinausgelangen, bis dahin, dass wir selbst zur Wahrheit werden. Was ich suche, das bin ich. Wäre Mose fähig gewesen, seine irdische Vorstellung von sich selbst, die immer noch blieb, zu opfern oder vollständig abzuwerfen, so hätte er das gelobte Land, den Himmel, betreten können. Aber durch diese begrenzte Vorstellung von sich selbst war er gebunden. Jesus hingegen kannte die Wahrheit nicht nur, sondern verwirklichte sie und wurde selbst zur Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Trotzdem verblieb noch eine gewisse Vorstellung von Jesus, dem Menschen, denn er sagte ja, ich vermag nichts von mir selbst auszutun. Wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis ungültig.
Dieses persönliche Selbstgefühl musste gekreuzigt werden, genauso wie es eines Tages auch bei uns geschehen wird. Oder wir können das gelobte Land, die Verwirklichung unseres göttlichen Selbst, nicht erreichen. Da Jesus die Notwendigkeit erkannte, das scheinbare irdische Selbstgefühl zu kreuzigen oder sich darüber zu erheben, konnte er auch gen Himmel fahren. Himmelfahrt bedeutet immer das Gleiche: sich über den menschlichen Geist erheben, über das Wissen um die Wahrheit zur Wahrheit selbst. Erst 1963, als ich selbst die Erfahrung machte, wurde mir der Grund und die Notwendigkeit der Kreuzigung offenbart. Irgendwie ging mir aber nach dem Erlebnis die Erinnerung daran verloren, und ich konnte es mir nicht mehr ins Bewusstsein zurückrufen, bis mir der ganze Vorgang später noch ein zweites Mal offenbart wurde, als ich die Himmelfahrt erlebte, jenes sich Erheben über den menschlichen Geist zur Wahrheit selbst. Die Bedeutung von Jesu Erlebnis auf dem Berg der Verklärung. Ich sah Folgendes. Mit den Worten: Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, offenbarte Jesus, dass er das Ziel des Ich Bin erlangt hatte. Ich bin der Weg. Wer mich sieht, der sieht Gott, denn ich und Gott sind eins. Und es gibt ein Erlebnis, in welchem er das bewies. Er nahm drei seiner Jünger zu dem Ort, der der Berg der Verklärung genannt wird, was wiederum die Bewusstseinshöhe bedeutet, und offenbarte ihnen dort die jüdischen Propheten, die man für tot hielt. Aber für seinen erleuchteten Sinn waren sie nicht tot, und er bewies seinen Jüngern, dass sie lebten und dass sie dort bei ihnen waren in ihrer Gestalt. Er nahm jedenfalls die Übertragung vor. Er zeigte seinen Jüngern die Wahrheit, die er später bewies: Weil ich mein Leben hingebe, damit ich es wieder an mich nehme. Ich kann in das Reich des Unsichtbaren gehen und kann es wieder verlassen, denn ich bin Geist, ich bin der Weg. Aufgrund der Erfahrung Jesu auf dem Berg der Verklärung verstand ich nun, dass die Kreuzigung für ihn nicht unumgänglich notwendig gewesen war und dass er sie hätte umgehen können. Henoch wurde entrückt, ohne dass er den Sterbevorgang erleben musste. Elias desgleichen, und auch Jesaja ist wohl aufgestiegen. So wurde mir durch Jesu Erfahrung auf dem Berg der Verklärung gezeigt, dass er hätte verwandelt werden können, ohne den Tod zu erleben. Aber als er den Verrat, das Verhör und die Kreuzesdrohung gewahr wurde, entschied er sich für den körperlichen Tod, um seinen Jüngern zu zeigen, dass der Tod keine Erfahrung ist, sondern eine illusorische Vorstellung, die man verstehen und durchschauen muss. Der Tod ist kein Zustand, durch den der Mensch tatsächlich hindurchgeht. Es gibt keinen Tod. Niemand ist je gestorben. Gott hat kein Wohlgefallen an unserem Sterben. Der Tod ist nur eine Erfahrung des körperlichen Sinnes, jenes Sinnes, der bezeugt, dass wir physisch, sterblich, endlich sind. Er ist aber niemals eine Erfahrung unseres wahren Wesens. Indem es Jesus zuließ, dass er den körperlichen Tod erlitt, offenbarte er, dass es keinen Tod gibt. Und er offenbarte sich in derselben körperlichen Gestalt mit all ihren Wundmalen. Als dann dieser Zweck erfüllt war, hatte er keine weitere Aufgabe auf der Erde zu erfüllen. Jesus stieg auf und verließ die körperliche Gestalt. Er wurde verwandelt. Dies kann so verstanden werden, dass er sich über den menschlichen Geist erhob. Er gelangte über seinen eigenen Geist hinaus, denn nur im menschlichen Geist kann die körperliche Vorstellung aufrechterhalten werden.
nicht in den geistigen Fähigkeiten des Menschen. In unserer seelischen Veranlagung sind wir göttlicher Geist. Wir sehen einander auf geistige Weise, ob wir nun auf dieser Ebene hier sind oder auf die schauen, die in den anderen Bereich gegangen sind oder auf die, die noch nicht geboren sind. Nicht die Wahrheit kennen, sondern die Wahrheit sein. Ein Ausruhen vom Wirken des menschlichen Geistes muss einsetzen. Vom Sorgen für unser Leben, vom Fürchten um unser Leben, vom ständigen Gegenwärtighalten der Wahrheit, um irgendeinem Erlebnis aus dem Weg zu gehen. Einmal muss Sabbat sein, und an diesem Ruhetag leben wir durch die Gnade. Dann kennen wir die Wahrheit nicht, aber die Wahrheit offenbart sich uns, und wir werden zur Wahrheit. Das ist kein Wirken des menschlichen Geistes. Es ist die Seele, die sich selbst offenbart. Wenn wir dorthin gelangen, wo wir, anstatt nach einer Wahrheit zu suchen, fieberhaft zu lesen oder zu forschen, um einer Wahrheit auf die Spur zu kommen, uns entspannen können und in der Wahrheit ruhen, ohne uns Gedanken zu machen, ohne zu sprechen oder zu denken, können wir in einen Zustand des Gewahrwerdens kommen und verstehen dann die Bedeutung des Wortes. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. Wir werden dann merken, dass jedes Wort, jedes Gefühl, jede Anregung und jeder Gedanke, die aus dem tiefsten Inneren aufsteigen, das sind, wovon wir jetzt leben. Der Geist im Innern führt und leitet uns. Er erhält und schützt uns und geht uns voran, um das Unwegsame zu ebnen. Unser höchstes Ziel muss es sein, in Gott zu leben, durch ihn und als er. Wenn wir das nicht tun sollten, warum hätte dann der Meister gelehrt, sorgt nicht für euer Leben? Das Leben soll durch die Gnade gelebt werden, ohne Gewalt, ohne Macht. Es soll durch ein jedes Wort Gottes, das wir im Bewusstsein empfangen, gelebt werden. Auf dem unendlichen Weg werden wir mit Gottes Worten gespeist, die von Propheten, Heiligen und Sehern offenbart worden sind. Wir nehmen sie in uns auf und graben sie tief in unser Bewusstsein ein, bis auch sie sich über die Ebene unseres Geistes erheben, wo sie ohne Gedanken zu gedeihen vermögen. Seien wir bereit für die stille, sanfte Stimme, denn Gott kommt nicht im Wirbelsturm. Er ist nicht in unseren Problemen, nicht in unserem Denken und nicht in Büchern. Gott ist in der stillen, sanften Stimme. Wie still und friedlich müssen wir im Innern leben, um diese Stimme zu hören, ihre Mitteilung zu empfangen und an ihrer Gnade teilzuhaben. Immer ist die Gnade Gottes in aller Fülle gegenwärtig für diesen bestimmten Augenblick, und deshalb brauchen wir in diesem Augenblick nur still zu sein, um die Fülle der Gnade zu empfangen, aber nur für diesen Augenblick. Nach der Lehre des unendlichen Weges besteht das Ziel, nach dem wir streben, im Erlangen der Erkenntnis, dass wir das, was wir suchen, selbst sind. Das Ziel besteht in einem sich Erheben über den menschlichen Geist. Lass mich nicht auf meinen eigenen Geist vertrauen. Lass mich in Gott ruhen. Wenn diese Grundprinzipien in uns verkörpert sind, beginnt unsere Seele uns zu nähren. Glauben wir nur ja nicht, dass wir auf dem unendlichen Weg lernen sollen, unseren Geist in Tätigkeit zu setzen? Geistige Arbeit ist nur notwendig, wenn wir die Wahrheit begreifen wollen, wenn wir unser Bewusstsein mit der wortwörtlichen Bedeutung der Wahrheit ernähren wollen.
Wir möchten nicht, dass irgendjemand aus dem unendlichen Weg von positiven oder negativen Aussagen lebt. Denn das heißt, nicht von der Gnade Gottes leben. Laden wir die Seele ein. Unsere Seele breitet sich über uns aus, während wir sitzen, gehen oder schlafen. Ruhen wir in ihr, ohne Worte und ohne Gedanken. Der geistige Sabbat. Die Frucht des Verharrens bei den Grundprinzipien ist eine Zeit des Ausruhens. Und das ist die wahre Bedeutung des Sabbats. Dass du von nun an bis zum Lebensende durch die Gnade Gottes lebst, durch meinen Geist. Schließlich gelangst du dort an, wo du erkennst, dass ich Gott ist und das Wort, das es dir mitteilt, ist dein Brot und deine Speise, dein Wein und dein Wasser. Wenn du Stille und Vertrauen erreicht hast, kannst du sicher sein, dass du zum Sabbat gelangt bist. Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Wer von euch zum Sabbat bereit ist, muss sich auf ihn vorbereiten, indem er lernt, sich ganz in Ruhe Folgendes zu vergegenwärtigen. Möge meine Seele anstelle meines Geistes die Führung übernehmen. Dann wird jedes Mal, wenn du dich nach innen wendest, etwas Neues und Frisches hervorkommen. 6 Tage lang hast du gearbeitet, um zu forschen und dich zu üben. Wobei wir nicht vergessen wollen, dass für die meisten jene 6 Tage viele, viele Jahre sind. Aber für mein Volk kommt die Ruhe, es kommt der Sabbat. Und das geschieht, wenn wir all das metaphysische Ringen aufgeben, uns entspannen und die Gnade unser Leben führen lassen. Wenn wir am 6. Tag unserer Übung angelangt sind, dürfen wir lächeln und sagen, ich brauche um nichts mehr zu beten. Ich besitze bereits das verborgene Manna, von dem die Welt nichts weiß. Die wenigen, die jetzt mit dem inneren Ohr gelauscht und geforscht haben, werden nun in die Zeit des Sabbats eintreten und im Inneren fühlen, ich kenne keine Wahrheiten. Ich kann nicht von gestrigen Zitaten leben. Die einzige Wahrheit, die mir bekannt ist, ist das, was ich heute vernehme. Wer im Sabbatbewusstsein lebt, erkennt, mit deiner Gnade habe ich alles, was nötig ist. Und damit ist er zufrieden. Er ruht nicht nur in der Gewissheit, dass er neben Gottes Gnade nichts anderes erstrebt, sondern auch, dass Gottes Gnade in Fülle vorhanden ist. Durch eine solche Gewahrwerdung der Gnade gelangt er in ein Bewusstsein des Friedens. Die 6 Tage des Kampfes sind vorüber, und heute lehnt er es ab, zu arbeiten. Und dann erscheint, was erscheinen soll. Der unendliche Weg führt uns durch die 6 Tage der Arbeit, das Nachdenken und Erkennen, das Suchen, Betrachten und Meditieren über die Wahrheit, bis wir jenseits von Worten, Gedanken oder der Aktivität unseres Geistes oder Intellekts hinausgelangen. Und schließlich erreichen wir jenen Ort, wo wir in Stille und Vertrauen ruhen können. Denn wir leben jetzt nicht mehr unser eigenes Leben. Jedes Wort, das von Gott ausströmt und uns zum Bewusstsein kommt, wird zum Brot, zum Wein und zum Wasser. Es wird zu unserer Gesundheit, Kraft und Vitalität und zu all jenen Dingen, die für unsere Erfahrung notwendig sind. Meine Lehre ist nicht mein. Wir sind nur aus einem Grund auf der Erde, um Gottes Herrlichkeit darzutun, nicht unsere eigene. Es war nie beabsichtigt, dass wir uns durch unsere Weisheit, Begabungen oder Fertigkeiten verherrlichen sollen, sondern dass wir vielmehr erkennen, dass das,
was für die Welt so erscheint, in Wirklichkeit nicht unser ist, sondern sein. Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. So ist auch alles, was der Vater hat, mein, und ich bezeuge Gottes Herrlichkeit, nicht meine eigene. In der Botschaft des unendlichen Wegs spreche ich Gottes Botschaft aus, nicht meine. Bis zu diesem Jahr habe ich niemals in der Öffentlichkeit über meine eigenen geistigen Erfahrungen, meine Einweihungen oder meine Berührung mit dem unendlichen, unsichtbaren gesprochen. Denn ich bin mir bewusst, dass man im Abendland zum Verstehen solcher Dinge gar nicht vorbereitet ist. In diesem Jahr habe ich jedoch kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich seit 8 Monaten unter einer bewussten inneren Einweihung gestanden habe, durch welche eine höhere Entfaltung der Botschaft hervortrat. Ein Teil meiner Aufgabe während dieser Zeit bestand darin, die Botschaft des unendlichen Wegs aus der Sprache der sogenannten Metaphysik in die der Mystik zu erheben, damit unsere Anhänger nur noch in der mystischen Sprache zu leben beginnen. Ich schreibe dieses nur, damit ganz klar wird, dass das Wesentliche unseres Erlebens darin besteht, dass Gott verherrlicht werde, dass Gott durch uns sprechen, singen oder spielen oder auch das Geschäftsleben ausführen möge. Aber immer ist es Gott, der durch uns als individuelles Sein wirkt. Die persönliche Einstellung kreuzigen. Dennoch bleibt in uns allen eine irdische Vorstellung vom begrenzten Selbst, die letzten Endes auch gekreuzigt werden muss. Bei Mose bestand sie in einem Gefühl der Unwürdigkeit. Jesus hatte sie eine ganze Weile in seiner Haltung: Ich kann nichts von mir selber tun. Ich selbst hatte sie eindeutig in jener Vorstellung, dass ich die Botschaft des unendlichen Wegs nicht bringen oder verbreiten könnte. Ich besitze überhaupt keine Wahrheit. Ich kenne keine Wahrheit. Ich habe keine besondere Begabung oder Fertigkeit. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Begabung. Ich bin die Fertigkeit. In diesem Augenblick ist das Menschliche gestorben, der Christusgeist geboren und in seiner Fülle offenbar geworden. Und die Himmelfahrt oder der Übergang kann geschehen. Dies ist in der Botschaft des unendlichen Wegs immer wieder gesagt worden, und zwar in den Abschnitten, die uns daran erinnern, dass unsere persönliche Vorstellung vom Ich sterben muss, dass sie gekreuzigt werden muss. All unser Forschen, all unser Wissen um die Wahrheit, all unsere Arbeit des Heilens muss letztlich in die Periode des Sabbats oder der Gnade einmünden, was einer vollen und ganzen Hingabe des Selbst entspricht, damit Gott auf Erden leben möge, wie er im Himmel ist. Es gibt nicht mehr ein Himmelreich und ein irdisches Reich, sondern das Himmelreich wird auf Erden offenbar im Eins sein, in der Erkenntnis, dass ich, Gott, individuelles Bewusstsein ist, meines und deines, wende ich mich nach innen. Wie die Wahrheit verhüllt wird. Die Wahrheit, dass ich bin, der ich bin, wird immer wieder dadurch verschleiert, dass diejenigen, die das Ziel noch nicht erreicht, die die geistige Gewahrwerdung oder die Verwirklichung ihres geistigen Selbst noch nicht erlangt haben, stets so eingenommen sind von der Botschaft, dass sie zu Wohltätern werden und in die Welt hinausziehen, um die Botschaft zu verbreiten. Und dabei besitzen sie sie gar nicht. Dann geht sie verloren, denn Wahrheit kann allein durch Wahrheit enthüllt werden, nicht durch ein menschliches Wesen. Wir können uns damit zufrieden geben, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Erleuchtete finden, die Unterricht geben können. Und wenn wir niemals mehr als diese hätten, würde es nichts ausmachen, denn 1 oder 2, 3, 4, 5 oder 6 Erleuchtete
können mehr für die Welt tun als 10.000 Unerleuchtete. Vergessen wir nicht, dass dieses Erheben über den menschlichen Geist, über Worte und Gedanken, diese nicht ausschaltet, sondern nur verhindert, dass man von ihnen lebt. Wir leben nicht von Worten oder Gedanken, wir leben von der Gnade. Gewiss kann das Wirken der Gnade in Worten oder Gedanken zu mir kommen und kann dann auch in Worten und Gedanken weitergegeben werden. Aber ich lebe nicht von solchen Worten und Gedanken und du lebst auch nicht von ihnen. Wir leben von der Gnade, welche diese Worte und Gedanken hervorbrachte. Ich lebe im Sabbat des Ausruhens und erkläre nun nicht länger Worte und Gedanken, sondern empfange sie und lasse sie voll von Gottes Geist ausströmen. Der Heilige Geist ist in ihnen, denn ich habe sie nicht gedacht. Ich habe sie nicht ausgedacht oder zusammengestellt. Ich ließ sie durch mich hindurchfließen. Solche Worte und Gedanken besitzen Kraft. Es sind die Gedanken Gottes, die die Erde schmelzen lassen. Nun leben wir durch die Gnade, und diese Gnade erscheint als die Botschaft, die wir aussprechen oder niederschreiben. Und weil es eine Botschaft der Gnade ist, werden Menschen, die sie hören oder lesen, geheilt und ihr Leben wandelt sich. Erhebung zum mystischen Bewusstsein in Gebet und Behandlung. Wenn wir ein geistiges Leben führen wollen, so dürfen wir nie vergessen, dass wir nicht unser eigenes Leben führen und keinerlei Recht haben zu überlegen, was wir gerne täten und wann oder wie. Immer steht hinter uns die leise Mahnung, dass es das Leben Gottes ist, das hier gelebt wird. Unser Vorrecht ist es, in einem solchen Bewusstseinszustand zu sein, dass wir zuschauen können, wie Gott unser Leben führt, ohne dass wir mit einem eigenen Wunsch, Willen oder Verlangen dazwischenkommen. Der durchschnittliche Sucher nach der Wahrheit ist dazu nicht imstande, da er seiner Familie oder seinem Beruf gegenüber Pflichten hat. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo der göttliche Geist sagt, verlasse alles um meinetwillen oder verlasst eure Netze, sollte keiner seine Verantwortung gegenüber seiner Familie, seinen Kollegen und seiner Arbeit vergessen. Vielmehr sollte sein Forschen und Meditieren die Grundlage für eine bessere Harmonie in diesen Aspekten seines Lebens bilden. Denn dieser Ruf, die Netze zu verlassen, ergeht schließlich nur an einige wenige. Wer ein geistiges Amt übernimmt, aus dem menschlichen Verlangen, Gutes zu tun, oder bevor er den geistigen Anruf wahrgenommen hat, wird wenig oder gar keine Fortschritte machen. Und zwar deshalb, weil er noch nicht gelernt hat, im Unendlichen, Unsichtbaren zu ruhen. Die Anziehungskraft eines geistig geführten Lebens. Durch die Botschaft des unendlichen Wegs wird offenbart, dass Gott individuelles Bewusstsein ist, unser eigenes Bewusstsein, nicht unsere menschliche Gewahrwerdung, sondern eine tiefere Schicht des Gewahrwerdens als die menschliche. Da dieses Bewusstsein ein geistiges ist,
können wir uns nach innen wenden, meditieren, Gemeinschaft halten, das Reich Gottes in unserem Inneren suchen, geistige Weisheit erwerben. Und dann werden uns alle Dinge dieser Welt zufallen, einschließlich derer, die notwendig sind, um geistige Tätigkeiten auszuüben. Und sogar auch solche Dinge wie das, was wir essen und trinken und womit wir uns kleiden sollen. Etwas derart Transzendentes wage ich nicht zu lehren oder in einem Buch zu beschreiben, ehe nicht die Erkenntnis in mir so stark ist, dass ich mich still und verschwiegen nach innen wenden kann, um einzig die geistige Gnade Gottes zu suchen. Wenn wir ein gewisses Maß der Verwirklichung des Guten in unserer eigenen Erfahrung erlangt haben, wird es nicht ausbleiben, dass unsere Umgebung dies früher oder später auch erreichen möchte. Im Unterschied zu anderen religiösen Lehren wird die Lehre des unendlichen Wegs nur durch das Bewusstsein der vierten Dimension mitgeteilt oder durch ein gewisses Maß an Christusbewusstsein, das man erlangt hat. Die Offenbarung von Gottes heiligen Tempeln in der Meditation. Das Prinzip ist die Tatsache, dass Gott Geist ist, und dieser Geist ist unser Geist. Gott ist unendliches Bewusstsein, das unser Bewusstsein ausmacht. So ist also unser Bewusstsein unendlich. Wenn man das weiß, muss man sozusagen die Welt vergessen. Mit anderen Worten, man darf nicht in die Welt ausziehen, um dort sein Heil zu suchen, sondern darf, zumindest eine Zeit lang, nichts wünschen oder erwarten und muss sich nach innen wenden, um das Reich Gottes zu finden. Gott kennt allein ein geistiges Universum. So geht das innere Leben mehr und mehr dazu über, diese innere Gnade zu erfahren, ohne dabei zu versuchen, sie in Begriffe körperlicher Gesundheit oder materiellen Wohlstands oder sogar auch irdischen Friedens zu verwandeln. Diese ganze Einstellung lässt sich etwa in folgenden Fragen zusammenfassen. Was ist das geistige Reich? Welcher Art sind die geistigen Kinder Gottes? Was ist das Wesen des geistigen Tempels Gottes? Worin besteht der geistige Haushalt Gottes? Was ist geistige Gesundheit? Was ist geistiges Gedeihen? Gott ist Geist. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Was ist der geistige Tempel Gottes? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Oh nein, werdet ihr sagen, wir haben den physischen Leib nur allzu oft krank, sündig, alt, in Zerfall und Verderben gesehen. Das kann niemals der Tempel Gottes sein. Was ist aber dann der Tempel Gottes? Wie können wir das herausfinden? Den Menschen fragen, der nur ein Hauch ist? So muss man sich also nach innen wenden, zu dem, was der Meister den Vater nannte. Dorthin muss man sich wenden und wenn nötig bitten, offenbare dich, offenbare mir deinen Tempel, den Tempel, der ich bin, der mein Leib ist, den Tempel, der meine Familie ist oder meine Gesundheit. Enthülle sie mir, zeige mir die geistige Wirklichkeit. Der natürliche Mensch, der menschliche Geist, kann die Dinge Gottes nicht empfangen oder wissen. Daher müssen wir also weitersuchen, weder in der Welt der Menschen noch in der Welt der Bücher, sondern im inneren Tempel des eigenen Seins, in jenem Heiligtum, von dem Jesus sagte, dort sollten wir beten, in jenem inneren Heiligtum unseres eigenen Bewusstseins. Wir müssen suchen, bis die Tätigkeit unseres Geistes zur Ruhe kommt
und er still und friedlich wird, so dass wir in dieser Stille und Zuversicht ruhig werden. Wenn wir einen Zustand der Stille erreicht haben, dann offenbart etwas im Innern: Ich bin Geist. Schließlich wird sich Gott enthüllen, sein Reich, seine Gesetze, seine Tempel. Tempel der Gesundheit, des Wohlstands, der Liebe, der Familie, alles Guten. Mein Friede bringt Freiheit von allen Sorgen. Wenn wir nach geistiger Wahrheit suchen, dann suchen wir allein seine Gnade, seine Liebe, sein Leben, und das ist es, was wir schließlich empfangen werden. Wir werden seinen Geist aufnehmen, der sich verwandelt in: Meinen Frieden gebe ich euch, nicht so, wie die Welt gibt. Keine Dinge der Welt, sondern meinen Frieden. Dieser Friede ist ein Freisein von Sorgen, von Angst und Furcht. Vielleicht empfangen wir ihn nicht gleich zu Anfang, aber plötzlich merken wir, dass wir keine Angst mehr haben, keine Sorgen, keine Zweifel. Mein Friede, der Christusfriede, hat uns die neu gewonnene Freiheit geschenkt. Nun können wir in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Wir haben keine irre Ängste, Zweifel, Kümmernisse mehr. Der Tod ist nicht länger ein Feind, da wir in der Erkenntnis, dass Gott unser Leben ist, niemals vom Leben getrennt sein können, selbst nicht im Tod. Wenn die Liebe Gottes uns regiert, dann können wir im Tod nicht von der Liebe Gottes getrennt werden. Und so ist auch der letzte Feind überwunden. Wir erkennen dann, dass ein Wunder geschehen ist. Wir sind nicht mehr nur ein menschliches Wesen. In uns ist eine geistige Gegenwart, ein geistiger Gefährte, eine geistige Gabe und Gnade, ein geistiger Friede. Für die Welt ist dies das Wunder, nicht aber für uns selbst. Dies ist nur die Folge des Wunders. Das wahre Wunder. Das Wunder ist die Gnade, ein inneres geistiges Leben, dessen wir gewahr geworden sind. Der Meister erkannte dies als den Vater in mir und Paulus als den, der mich stark macht, Christus. Das Wunder ist also die Erlangung des Christus, was aber die Welt nicht wahrnehmen kann. Sie sagt vielmehr: Was für ein Wunder ist mit ihnen geschehen? Sie sind gesund, reich und glücklich. Und warum sagt sie das? Weil sie selbst Gesundheit, Reichtum und Glück sucht. Sie sucht nicht nach Christus. Wenn sie erfahren, dass sie anstelle der Dinge der Welt nun das Reich Gottes suchen sollen, fallen viele vom Weg ab. Daher sagt der Meister: Nur wenige sind es, die ihn finden. Weil ihr ganzes Streben auf Brot und Fische gerichtet war, fanden sie mich nicht, und da fielen sie ab. Nur ein Rest blieb da. Diese aber sprachen: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Teile mit den Menschen der Welt auf der Ebene ihres Aufnahmevermögens. Schweigen wir über diese große Gnadengabe, die wir erhalten haben. Halten wir sie geheim. Glauben wir nur ja nicht, wir sollten diese Gnade den Menschen draußen in der Welt mitteilen. Denn das dürfen wir nicht tun, ehe sie nicht kommen, um sie zu erhalten. Und auch dann erst, wenn wir erkannt haben, dass sie die Gnade suchen und nicht Brot und Fische. Wir sind niemals dazu aufgefordert, in die Welt zu gehen, um sie zu retten oder die Menschen zu bekehren oder zu erzählen, was wir wissen. An mich ist niemals diese Forderung ergangen. Ich wurde nur zu jenen gerufen, die diesen Pfad suchten,
Sie baten mich und ich kam. Niemals kam ich zu der Welt, an die Öffentlichkeit. Weil ich niemals versucht habe, die Welt zu überzeugen, dass sie Unrecht habe, oder ihr zu sagen, dass ich etwas gefunden habe, was richtig sei, habe ich keinen Widerstand von Seiten der Welt erfahren und keine Verfolgung. Was ich entdeckte, ist nicht für die Welt bestimmt, ehe die Welt nicht merkt, dass sie sich verirrt hat und das Haus des Vaters suchen muss. Diese innere Gnade ist nicht für unseren Nachbarn bestimmt, nicht einmal für unsere Familienmitglieder, die sie nicht erkennen können. Darum wird sie ihnen auch nicht dargereicht. Die Liebe wird ihnen auf der Ebene ihrer Empfänglichkeit gegeben, jedoch nicht darüber hinaus. Unser Bewusstsein sei bereit, eine hungrige Welt zu ernähren. Wenn wir die Welt in Ruhe lassen, wird sie auf das, was wir haben, aufmerksam werden und es haben wollen. Wenn wir indessen der Welt die Wahrheit aufzudrängen suchen, hindern wir sie womöglich daran, jemals für sie bereit zu sein. Das ist das Wesen des Menschen. Er weist zurück, was er nicht sucht. Ich war längst zu dem Mahl geladen, lange Zeit, ehe ich kam. Ich musste Hunger und Durst leiden, ehe ich selbst die Speise suchte, die nicht vergeht. Glauben wir aber keinen Augenblick, dass diese Welt nicht Hunger leidet. Sie hungert nach der Speise, die dort aufgehoben ist, wo sie niemand nehmen kann. Und sie hungert nach einem Gefühl der Sicherheit, der Gewissheit und des Friedens. Sie ist ausgehungert nach diesen Dingen. Es ist unvermeidlich, dass die Völker dieser Erde in ihrem Verlangen den Geist finden werden, genauso wie wir nach ihm gehungert haben und ihn schließlich fanden. Und zum Glück, ehe sie rufen, will ich schon antworten. Aber das ist nicht Glück, denn so wirkt Gott. Ehe sie dafür bereit sind, ist das Fest schon bereitet, das Mahl ist gerichtet und die Speisen sind aufgetragen. Genauso wird das geistige Mahl, das jetzt der Welt vorgesetzt wird, diejenigen finden, die es zu sich nehmen und verzehren werden. Jedoch reichen dafür alle Bücher geistiger Weisheit nicht aus. Die wahre Bereitschaft wird sich durch das Maß an Stille und Verschwiegenheit einstellen, das du für dich aufrechterhältst, denn dann wirst du deine Substanz nicht verschwenden. Als ich meine Praxis begann, widmete ich jedem Patienten, der zu mir kam, eine Stunde. Damals musste ich wahrscheinlich eine Stunde haben, um ihm so viel geistige Substanz zu geben, wie er brauchte. Später aber reichten 5 Minuten und dann sogar 3. Warum? Weil es nicht die Worte waren, die ihm halfen, sondern das Bewusstsein. Gott ist unendliches Bewusstsein. Gott ist individuelles Bewusstsein, dein eigenes. Gott ist Geist. Wende dich deshalb nach innen, zu deinem Gottesbewusstsein und suche den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Suche die Gnade Gottes, über die hinaus du nichts brauchst. Suche seine Liebe. Bleibe in diesem Wort, bleibe in dieser Gnade, bleibe in diesem Frieden und kümmere dich nicht um die äußere Welt, um zu sehen, was geschieht oder wie er sich offenbaren wird. Den Sohn Gottes aufrichten. Solange wir im geistigen Tempel unseres Bewusstseins leben, uns bewegen und unser Sein haben und allein die Gegenwart der geistigen Gnade verwirklichen, leben wir in und durch Gott. Und Gott lebt wirklich als wir selbst, wir im Vater und der Vater in uns, als eines. Du glaubst, Geld sei die Versorgung, aber das stimmt nicht. Die Gnade Gottes ist die Versorgung. Lass mich dir helfen, diese Gnade und diesen Frieden gewahr zu werden und Christus zu erkennen.
die Versorgung mag hinzukommen. Aber Gott wollen wir nicht darum bitten. Gott wollen wir allein um Gott bitten. Wir haben es nicht mit Geld als Versorgung zu tun, sondern mit dem Bewusstsein als Versorgung, mit der Liebe, der Dankbarkeit und dem Wohlwollen als Versorgung. Suchen wir nun geistige Gesundheit, suchen wir den Tempel Gottes, der unser wahrer Leib ist. Wenn jemand kommt und von seinem unglücklichen Familienleben spricht, dann müssen wir ihm sehr vorsichtig klar machen: Dazu kann ich Ihnen nicht verhelfen, ohne die Gegenwart des Christus, weil ich nicht wüsste, wie. Es ist die Gegenwart des Christus, welche Harmonie zwischen Ihnen und Ihrer Familie schaffen kann. Gehen wir aber in uns und haben wir Gemeinschaft mit Gott. Lassen wir Gott unser Familienleben durchdringen und seinen Geist den Ausgleich herstellen. Das einzige Ziel muss in der Erlangung des Christusbewusstseins liegen. Man kann doch nicht einmal damit beginnen, jenes Bewusstsein zu erlangen, solange das Ziel darin besteht, mit seinen eigenen Problemen der Gesundheit, der Versorgung oder des Glücks fertig zu werden. Man darf überhaupt nicht mehr mit persönlichem Gewinn beschäftigt sein. Die Suche nach dem Gewahrwerden Gottes muss das Hauptbestreben allen Forschens sein. Wenn das eintritt, dann hat der Sucher auf dem unendlichen Weg schon die Hälfte geschafft. Er muss sich dazu entscheiden, dass das Erlangen des Christusbewusstseins sein einziges Ziel ist und dass die Hilfe für seine übrigen Probleme erst an zweiter Stelle kommt. Unser Anliegen muss es sein, die Welt zu der höheren Dimension des Bewusstseins zu erheben, wo einem die Dinge der Welt hinzugefügt werden. Ich werde, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, alle zu mir ziehen. Von der Metaphysik zur Mystik. Streben wir danach für unsere eigene Verwirklichung auf dem geistigen Weg, von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht, zu leben. Das heißt also, dass wir leben, indem wir uns nach innen wenden und unser Bewusstsein zu uns sprechen lassen, und dass sich unsere Verwirklichung durch das Wirken des Christus zum Ausdruck bringt und weniger durch die Darstellung von Beschäftigung, Versorgung, Zufriedenheit oder Gesundheit. Der Beweis besteht in der Erkenntnis der Gegenwart und Wirksamkeit von Christus. Das ist der wahre Beweis. Die Verwirklichung ist das Hören von Gottes Wort, denn das ist es, wovon wir leben. Die Verwirklichung besteht in der Erlangung der Speise, von der die Welt nicht weiß, die Erlangung meines Friedens. Die Verwirklichung von Christus. Die Welt kann nur durch die Verwirklichung von Christus gerettet werden. Sie wird es vielleicht das zweite Kommen des Christus nennen. Aber in Wirklichkeit kam Christus überhaupt nicht und ging auch nicht wieder. Und darum gibt es auch gar kein erstes und zweites Mal. Der Christus ist immer gegenwärtig gewesen, da Gott und der Sohn Gottes immer eins waren und sind. Darum besteht die Verwirklichung eigentlich nicht im zweiten Kommen von Christus, sondern vielmehr in unserem Erkennen der Allgegenwart des Christus. Das ist die Verwirklichung. Unsere Erkenntnis dessen, was ewig ist, war und immer sein wird. Gott ist immer derselbe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wandelt sich nicht. Daher gab es auch niemals ein Gehen oder Kommen. Christus war immer gegenwärtig und wollte erkannt werden. Und es hat von jeher einzelne Menschen gegeben, die Christus erkannt und verwirklicht haben. Aber jetzt ist der verlorene Sohn nicht mehr ein einzelner Mensch, sondern die ganze Menschheit, die danach hungert und dürstet,
in ihres Vaters Haus zurückzukehren. Allein durch die Meditation können wir tief in unser inneres Selbst gehen, in unser eigenes Bewusstsein, in den Tempel im Innern und zum Frieden gelangen und das Wort Gottes hervorholen. Sonst lebt der menschliche Geist hier in der Welt und gehört ihr an, aber in der Meditation kann er in ihr leben, braucht ihr aber nicht anzugehören. Unsere höhere Vollendung hängt wirklich davon ab, dass wir diejenigen, die sich an uns wenden, nicht in dem Glauben lassen, wir würden ihnen ein materielles Universum verwirklichen, nicht einmal ein gesundes oder reiches. Sie hängt davon ab, inwieweit es uns gelingt, sie freundlich von dem Versuch abzulenken, die Erscheinungswelt zu verbessern, um sie dazu zu bringen, sich anzuschauen, was das Reich Gottes oder Christus im Innern für sie bereithält. Genauso ist der Grad unserer Vollendung davon abhängig, wie wenig wir denen, die zu uns kommen, zu sagen brauchen und wie weit wir nach innen horchen und die Stimme sprechen lassen können, wie weit es uns gelingt, das Wort wahrzunehmen und es wirken zu lassen. Je mehr sich das Wort in uns äußert, desto höher wird die Vollendung, bis wir schließlich keine eigene Stimme mehr haben. Es wird seine Stimme sein, die stets durch uns spricht. Das ist der Höhepunkt, der mystische Höhepunkt. Den geistigen Fortschritt messen. Jahrhundertelang haben die Menschen in der Vorstellung des Getrenntseins von Gott gelebt. Sie haben zu einem Gott im Himmel gebetet oder zu einem Gott am Kruzifix oder zu einem alten Mann über den Wolken. Immer wurde ihnen beigebracht, dass Gott etwas Getrenntes und von ihrem eigenen Wesen Verschiedenes sei. Während die Offenbarung eines jeden Mystikers die tiefe Wahrheit des Einsseins enthält. Ich und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Einssein ist die Lehre des Meisters. Es gibt keine Zweiheit. An das Einssein zu glauben, ist nicht leicht. Denn niemals hat man im Leben das Gefühl, geistig oder Gott zu sein. Gelegentlich hat man vielleicht einige Augenblicke des Hochgefühls oder der Ekstase. Aber eine Stunde später oder am nächsten Tag überkommt einen schon wieder das Gefühl der Trennung. Und man muss sich sagen, ich kann nicht eins mit Gott sein, denn ich fühle mich ganz irdisch. Wahrscheinlich hat man dann auch noch körperliche Schmerzen oder finanzielle Not und weiß, dass, wenn man mit Gott eins wäre, dies nicht sein könnte. Dieses Unvermögen, unser Einssein mit Gott zu erkennen, entspricht den irrtümlichen Lehren, die ein Gefühl des Getrenntseins von Gott geschaffen haben. Der Fortschritt kann nicht nach dem äußeren Anschein beurteilt werden. Um die falschen Vorstellungen über unsere Beziehung zu Gott zu beseitigen, muss man sich zuallererst darauf besinnen, dass man nicht nach dem äußeren Anschein urteilen darf. Urteilen wir nicht danach, dass wir heute womöglich sehr krank und sehr arm oder voll von schlechten Gedanken sind oder uns sogar schlechten Taten hingeben. Danach dürfen wir nicht beurteilen, ob wir mit Gott eins sind oder nicht. Was solche Umstände uns sagen können,
ist allein, dass wir zu bestimmten Augenblicken das Gefühl haben, von Gott getrennt zu sein. Sie sind kein Beweis dafür, dass wir nicht eins sind mit Gott. Wir haben das wirkliche Bewusstsein von unserem Einssein mit Gott eben noch nicht erlangt. Aber in Wahrheit sind wir bereits mit ihm eins. Dabei ist es gleichgültig, wer oder was wir sind. Wir sind dennoch eins mit ihm. Deshalb dürfen wir nicht nach dem heutigen Anschein urteilen und dürfen auch nicht unseren eigenen Fortschritt zu beurteilen suchen, da niemand auf dem geistigen Pfad dazu in der Lage ist. In Wirklichkeit ist es so, dass wir manchmal jahrelang das Gefühl haben, überhaupt keinen Fortschritt zu machen. Äußerlich gibt es vielleicht gar keine Zeichen des Fortschritts. Und plötzlich, eines Tages oder eines Nachts, im Bruchteil einer Sekunde, wie bei Saulus auf dem Weg von Tarsus nach Damaskus oder bei jedem Mystiker, über den wir vielleicht etwas gelesen haben, geschieht es. Jeder Mystiker hat plötzlich, während er meditierte, forschte, übte und alles tat, was ihm aufgetragen wurde, in einer einzigen Minute am Tag oder in einer Sekunde in der Nacht entdeckt: Ich bin blind gewesen und kann jetzt sehen, obwohl er vorher keine großen Fortschritte zu machen schien. Der alte Mensch war gestorben und der neue Mensch geboren. Der Grund, warum man gar keinen Fortschritt bei sich selbst feststellen kann, liegt darin, dass man sich nicht geistig fühlen kann. Dass ein Mensch sich geistig fühlt, gibt es nicht. Das ist ebenso unmöglich, wie dass man sich ehrlich oder moralisch fühlt. Man kann ehrlich oder moralisch sein, aber man kann sich so nicht fühlen. Man kann es eben nur sein. Wie es in dieser Hinsicht kein Fühlen gibt, gibt es auch keines hinsichtlich des Geistigseins. Geistigsein ist ein Bewusstseinszustand, den man darstellt. Es gibt aber keine Vergleichsmöglichkeit, da der alte Mensch verschwunden ist. Außerdem bleiben ja, ungeachtet dessen, wie geistig man auch werden mag, immer noch menschlich-irdische Züge zurück. Jesus ging dann in den Tempel Gottes, warf die Tische der Geldwechsler um, was Christus geistigerweise nicht getan hätte. Er nannte die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Menge Schlangen und Otterngezücht, was geistig gesehen eine Misshandlung darstellt. Dies kam nur daher, dass in jedem Menschen, selbst im Mystiker, immer noch eine Spur seiner irdischen Identität zurückbleibt. Und aus diesem Grund fühlt man sich niemals vollkommen würdig. Nie hat man das Gefühl, wirklich vorwärts zu kommen oder die Ansprüche zu erfüllen. Und es ist gut, dass es so ist. Paulus bezog sich darauf, als er sagte: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt, und jage das vorgesteckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis, den die in Jesus Christus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. So müssen auch wir es lernen, die Erscheinungsformen außer Acht zu lassen, die vielen Tage, an denen wir uns sehr menschlich vorkommen, an denen wir zu Recht annehmen könnten, dass wir versagen. Dies alles dürfen wir nicht beachten. Zeichen geistigen Fortschritts. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Maß des Fortschritts, das man auf dem geistigen Pfad gemacht hat, festzustellen. Das geschieht nicht, indem man herauszufinden versucht, wie viel geistiger man sich fühlt, wie viel besser man sich benimmt oder wie viel tugendhafter man geworden ist. Dies sind keine Zeichen. Aber in der Art, wie wir auf die Bilder der Welt, die uns geboten werden, reagieren, lässt sich der geistige Fortschritt ablesen. Je weniger wir mit Angst auf die Sünden und Krankheiten der Welt reagieren,
desto größer ist der geistige Fortschritt, den wir gemacht haben und machen. In dem Maß, wie wir begreifen, dass irdische Macht keine Macht in der Gegenwart Gottes darstellt, werden wir weniger auf die Bilder von Krankheit oder Unfall, die uns gezeigt werden, reagieren. Durch unser Meditieren wird irgendwo irgendjemand für die Wahrheit wach, dass es in Wirklichkeit gar keinen Mangel an Versorgung gibt. Wohl aber gibt es eine irrige Vorstellung von der Versorgung. Mit anderen Worten, wer Not leidet, hat eine physische oder materielle Vorstellung von der Versorgung. Wenn auch nur ein paar Menschen erkennen würden, dass die Versorgung geistig ist, dass die Gnade Gottes die Versorgung ausmacht und da es keine Stelle geben kann, wo Gott nicht ist, es auch keinen Ort geben kann, wo die Gnade nicht ist, dann würden sie einige der schlafenden Seelen dazu wecken, diese Wahrheit zu erkennen. Es ist genug im Boden vorhanden, wie auch in den Lagerhäusern, um jeden Menschen zu versorgen. Was fehlt, ist allein die Erkenntnis, dass die Notwendigkeit des Lebens nicht in Warenhäusern und Scheunen gelagert zu werden brauchen, da sie die strömende Gnade Gottes sind. Wenn wir außerdem zu begreifen beginnen, dass es so etwas wie einen bösen Mann oder eine böse Frau nicht gibt, da das Böse kein Mann und keine Frau ist, sondern eine unpersönliche Versuchung, reagieren wir nicht mit Verurteilung, sondern ein Lächeln scheint in unserem Inneren auf mit: Vater, vergib ihnen ihre Unwissenheit. Nicht ihre Bosheit, sondern ihre Unwissenheit. Sie könnten nicht schlecht sein, wenn sie nicht unwissend wären. Darum entsetzen wir uns nicht über die Übel der Welt oder die schlechten Menschen, sondern fühlen Mitleid. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine solche Haltung ist ein Zeichen geistigen Fortschritts. Es gibt nur eine Art und Weise, für unsere Feinde zu beten, und die besteht darin zu begreifen, dass Gott individuelles Sein ist. Je mehr wir das erkennen, desto weniger Fehler können sie machen und desto weniger Sünden begehen. Aber je mehr wir sie als menschliche Wesen betrachten, welche Sünden begehen und denen wir großmütig vergeben werden, desto egoistischer sind wir und desto mehr binden wir sie. Wenn wir uns Gott hingegeben haben, so dass wir kein Selbst haben als das Selbst, welches Gott ist, und dass jeglicher Irrtum nur unsere Unfähigkeit ist, Gott in aller Fülle wirken zu lassen, dann müssen wir wissen, dass das für jeden gilt, ob er es nun weiß oder nicht. Wenn er sich dieser Wahrheit aber nicht bewusst ist, wie soll er dann dazu gelangen, sie wahrzunehmen? Da kann ich nur sagen, dass niemand sich jemals dieser Wahrheit durch sich selbst bewusst werden kann, weil der menschliche Geist, der den Menschen beherrscht, sich nicht aufgibt. Nur wenn wir recht beten, das heißt, wenn wir in unserer Meditation erkennen: Alles, was du bist, bin ich, kann jemand von Christus, den wir in der Welt wirken lassen, berührt werden. Das kann ihn wandeln, und zwar nur das. So ist es mir ergangen, und so wird es auch dir ergehen. Was in Wirklichkeit den geistigen Fortschritt ausmacht, ist unser Beweggrund. Spüren wir einen inneren Antrieb, der uns auf diesem Pfad hält, bis wir die Gottesverwirklichung erlangt haben? Fühlen wir uns zu unserer Meditation, unserem Forschen und Anwenden der geistigen Prinzipien hingezogen? Wenn wir uns zu diesen geistigen Prinzipien hingezogen fühlen, dann bedeutet das, dass wir Fortschritte machen. Jedoch machen wir nicht eigentlich Fortschritte. Es ist dies vielmehr ein Zeichen, dass wir vom göttlichen Geist berührt worden sind.
Er wird uns nicht lassen, ehe er nicht voll und ganz in Erscheinung tritt. Allein eine Berührung des göttlichen Geistes kann uns auf den Weg bringen. Wie und warum jedoch hat ein Wirken des Christus unser Bewusstsein berührt? Wie geschah es, dass wir auf den geistigen Pfad gelangten? Es ist ein Irrtum, wenn wir glauben, dass wir uns auf diesem Pfad aufgrund einer persönlichen Eigenschaft befinden. Kein menschliches Wesen bekommt jemals eine solche Sehnsucht nach Gott. Ob wir es nun glauben wollen oder nicht, in Wahrheit ist es jedenfalls so, dass wir als irdische Menschen nicht zu dieser geistigen Lehre gekommen wären. Wir wären immer und ewig bei unseren ritualistischen Übungen oder irgendwelchen intellektuellen Formeln geblieben. Wir befinden uns jetzt nur deshalb auf dem Weg, weil wir zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben innerlich berührt wurden und in eine Richtung kamen, die wir nicht aus uns selbst hätten einschlagen können. Wir wissen nur, dass wir geführt wurden und was von da ab geschah. Wir wissen nicht, was uns ein Buch aufschlagen ließ und uns das Gefühl gab, ah, das ist es, das muss ich verfolgen, da muss ich weitergehen. Was war es aber, das unser Bewusstsein so vorbereitete, dass wir den geistigen Pfad betreten und ihn manchmal sogar durch sehr viele Schwierigkeiten hindurch verfolgen konnten? Was anderes als die Gnade? Vielleicht war es jemand diesseits des Schleiers oder vielleicht auch jenseits. Denn jeder Mystiker, der je gelebt hat, lebt und betet noch immer. Kein einziger von ihnen ist tot. Mose ist nicht gestorben. Elia, Jesus und Johannes sind nicht gestorben. Paulus ist nicht gestorben. Sie leben noch. Sie leben auf geistige Weise. Und wenn sie in unserem Bewusstsein sind, so haben womöglich ihre Gebete uns berührt. Oder auch die Gebete einer Mutter, Großmutter oder Urgroßmutter, die im Jenseits, wie wir es nennen, gebetet haben und deren Gebete uns erreichten. Wir wissen nicht, woher der Funke kam, der uns dazu bewegte, unsere Netze zu verlassen. Nun sehen wir sicherlich ein, dass wir das nicht aus uns selbst gekonnt hätten. Ganz bestimmt möchte jeder Einzelne den Frieden des Gemüts und der Seele und mehr körperliche Gesundheit und einen intelligenteren Geist haben. Er sehnt sich nach größerer Gewissheit von Gottes Gnade in der Welt. Millionen Menschen möchten das haben, was sich jenen offenbarte, die sich auf dem geistigen Pfad befinden. Aber sie haben nicht die Fähigkeit dafür. Wenn sie sie hätten, wären sie selbst auf dem geistigen Pfad. Das ist erst möglich, wenn der Funke sie berührt. Glaubst du wirklich, dass uns der Geist Gottes zu einem gewissen Grad ein Licht für andere werden lässt und das Licht dann wieder auslöscht? Unmöglich. Ich bin überzeugt, dass keine geistig erweckte Person je gestorben ist. Natürlich muss jeder von der physischen Ebene abtreten, das ist unvermeidlich. Wie wäre es auch möglich, für immer in der Monotonie des menschlichen Lebens auszuhalten? Es muss deshalb eine fortschreitende Entwicklung in der Erfahrung geben. Denn es wäre doch traurig, wenn man annehmen müsste, dass die 10, 20, 30 oder 40 Jahre, die wir geistigen Studien und Tätigkeiten widmeten, alle mit unserem physischen Tod zu Ende wären. Wir können sicher nicht glauben, dass das geistige Wirken von Jesus mit der Kreuzigung, Auferstehung oder Himmelfahrt zu einem Ende gekommen sei, oder dass der große Segen, der von Buddha, Johannes, Paulus oder von tausenden anderen ausging, deshalb aussetzen könnte, nur weil sie zu atmen aufhörten. Was glauben wir von uns selbst?
glauben wir, dass all der Einsatz und die Hingabe, die wir für unser geistiges Studium aufgebracht haben, zu einem Ende kommen könnten? Ich bin sicher, dass der Meister deshalb sagte: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten. Denn er wusste, dass wir alle unsere materiellen Besitztümer dem Nachlassgericht hinterlassen, während wir die geistigen Schätze mitnehmen können, wohin wir auch gehen. Was machen wir mit diesen? Wenn wir diese Existenzebene verlassen, gehen wir nicht irgendwohin. Das Leben ist ein Wirken des Bewusstseins. Es wird im Bewusstsein gelebt, und diesem Bewusstsein entrinnen wir nie. Wir setzen unser Beten und Meditieren fort. Und wer immer dafür empfänglich und zugänglich ist, wird von diesem Beten und Meditieren beeinflusst. Nichts ist für mich gewisser als die Wahrheit, dass Mose, Elisa, Elia, Buddha, Jesus, Johannes und Paulus noch immer für den Vater arbeiten und dass selbst du und ich, die wir kleinere Lichter sein mögen, in unseren Funktionen fortfahren, wenn wir in eine höhere Ebene übergegangen sind. Inzwischen sollten wir die Stufe erreicht haben, dass wir nicht länger daran interessiert sind, Schätze zu sammeln. Wir werden unsere Aufmerksamkeit nun in erster Linie den geistigen Dingen zuwenden. Die geistigen Schätze, die wir in unserem Bewusstsein gesammelt haben, gehen direkt mit uns. Tatsächlich sind sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Glauben wir niemals, dass irgendeine Bedingung oder ein Umstand unser Leben oder unseren Dienst für Gott und den Menschen zu Ende bringen könnten. Was Gott an geistigen Schätzen in uns gelegt hat, werden wir nicht nur hier auf der Erde hingeben, sondern auch in vielfachen Erfahrungen, wenn wir uns von dem befreit haben, was wir noch an irdischen Vorstellungen vom Leben mit uns herumtragen. Wenn du einmal davon berührt bist und die Gewissheit hast, dass dies dein Weg ist, darfst du nicht zurückblicken. Das ist nicht schwer einzusehen, wenn du es recht betrachtest. Denn wenn dich jenes Licht berührt, kannst du gar nicht auf das zurückblicken, was du einst für angenehm und erfolgversprechend ansahst, da der Grad des Geistes, der dir zuteil wurde, das alles ausgelöscht hat. Niemals mehr kannst du so völlig von den weltlichen Dingen begeistert sein und so ganz zufrieden mit den Erfolgen deiner Brieftasche. Für den, der einmal vom Geist berührt wurde, werden diese Dinge nebensächlich. Lass dich aber nicht täuschen und sei nicht allzu zuversichtlich, denn es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass du dich vor denselben Sachen fürchtest wie bisher. Der letzte Feind auf dem Pfad. Die eine große Furcht, die jeder hat, ist die Furcht vor dem Tod. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Wenn du vielleicht auch nicht dieser Ansicht bist, so ist es doch zweifellos wahr, dass in jeder menschlichen Seele die Furcht vor dem Tod sitzt. Natürlich werden das viele leugnen. Ob sie sich aber dessen bewusst sind oder nicht, diese Furcht vor der Unvermeidlichkeit und Endgültigkeit des Todes ist immer gegenwärtig. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Furcht vor dem Unbekannten, das heißt vor dem Tod, selbst die beeinflusst, die schon eine Strecke weit auf dem Pfad vorangekommen sind. Sogar das Elend des menschlichen Lebens scheint sie eher hier festzuhalten, als frei zu machen. Denn was vor ihnen liegt, ist ein Geheimnis. Zu irgendeinem Zeitpunkt müssen wir aber alle die Furcht vor dem Tod überwinden und erkennen, dass das, was als Tod erscheint, in Wirklichkeit gar kein Tod ist.
Es ist ein Übergang in eine andere Art zu leben. So ähnlich, wie wenn aus der verpuppten Raupe ein Schmetterling wird. Ich glaube, die Puppe denkt, sie müsse sterben. Aber in Wirklichkeit stirbt sie gar nicht, sondern sie wird zum Schmetterling. Ebenso sterben wir nicht wirklich, wenn es auch so aussieht. Wir vollziehen den Übergang in eine andere Lebensphase. Wenn wir diese Erfahrung als einen Übergang verstehen, verlieren wir die Todesfurcht. Und wenn wir das wirklich ehrlich und vollständig geschafft haben, sind wir auf dem geistigen Pfad und sind wenigstens am Eingang zum Himmel angekommen. Aber wir können diesen Zustand nicht erreichen, solange wir nicht erkannt haben, dass Gott unser Selbst ist. Dann ist das Leben, das wir führen, Gott. Gott, der unser Leben lebt. Und wir sind selbstverständlich vollkommen damit einverstanden, dass er es um die ganze Welt führt und auch in die nächste Welt, da es ja sein Leben ist, nicht unseres. Gott gab sich der Welt als du, der eingeborene Sohn. Er hauchte dir nicht dein Leben ein, er hauchte dir sein Leben ein, seinen Lebensodem. Also atmest du nicht deinen Atem, sondern seinen Atem. Du denkst nicht mit deinem Verstand, sondern mit seinem. Es ist noch nicht einmal dein Körper, mit dem du umgehst, sondern es ist der Tempel des lebendigen Gottes. Ich wünschte, du wüsstest, dass das, was du siehst, nicht ich bin, sondern wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Denn ich und der Vater sind eins. Das kann jedoch nur geschehen, wenn du dich so weit hingegeben hast, dass du nicht mehr versuchst, Gott mit deinem Geist zu dirigieren oder zu beeinflussen, selbst nicht zu deinen Gunsten und schon gar nicht zugunsten deines Nächsten. Und wenn du Gott als das Sein eines jeden Seins akzeptierst und ihn wirken lässt,